als Intriger. Ich sag nicht, wie Sie fahren Sie 300 Meter, dann rechts ja, abbiegen. SP hast du geschrieben. Sag mal. Was? Wieso ist nicht SP? Internet. Ich weiß nicht, muss schauen. Rechts abbiegen. Was? Sport. Da war mal, ich bin ja schon mitgefahren. Fahren Sie 500 Meter, dann links abbiegen. Ja, dann fahren wir halt 500 Meter und biegen dann links ab. Mein Gott, stell dich halt nicht so dämlich an. Nach 200 Metern links abbiegen, dann rechts abbiegen. Ja, machen wir doch. Lass uns komplett herrennen deswegen. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. Ja. Jetzt sind wir links abgebogen und jetzt biegen wir halt dann rechts ab. Mein Gott. Wir müssen jetzt so blöd herrennen die ganze Zeit. Rechts abbiegen. Ja, ist dein Friseur krank? Ja, das muss ja auskommen. Nein, das ist Lobby-Tussi. Was wird denn das da ausschlagen? Fahren Sie 600 Meter, dann rechts abbiegen. Ja, 6 hat man oder hat man nicht? Da brauchst du mir nicht einen von 6 erzählen. Mein Gott. Die Automaten da unten halt auch nichts mehr. Sagst du, dass ich habe jetzt eine gute Idee mit dem Mann? Also. Ja, ich mein, gibt ja welche, die mit dem Sex warten, bis sie heiraten. So Hochzeitsnacht, Jungfrau. Nach 250 Metern rechts abbiegen, dann links abbiegen. Umgekehrt. Keinen Sex mehr, solange man verheiratet ist, bis zur Scheidung. Rechts abbiegen, dann links abbiegen. Ja, ich weiß, dass ich weh tue, das soll ja weh tun. Auf das sind wir jetzt beim Vogtlandanzeiger. Aber was wir heute wieder erzählt haben, dass die Gene schuld dran sind, wenn man nicht beziehungsfähig ist. Ja, sagst du das einmal. Links abbiegen. Das ist eine Videothek. Das ist alles für Gene, gibt Scheidungsgene. Ja, ja. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 200 Meter, dann rechts abbiegen. Rechts abbiegen, dann links abbiegen. Die Gene ist in Schuld. Kann ich jetzt die alte Quasselstrippe ausmachen, weil jetzt weiß ich, wo ich bin. Na, ist doch schön. Ich habe von den blöden Weiben immer die Birne voll labern lassen. Weiber labern sowieso alle viel zu viel. No, das stimmt gar nicht, wissenschaftlich. Schnauze, Weiber labern zu viel. Das Männer mehr reden. So hast du denn da gleich einen Katalog mitgenommen? Hat er mal mitgegeben. Ja, so kann man es auch machen. Das sind schöne Sachen dran. Ja, ja. Was man heute so unter schön versteht. Das ist so schön, das Spannbettlaken. Ja. Aber es ist Latex. Ja.
Nordic-Sport mitlaufen. Oder hier. Ja. Eine Fruchtblase. Ja. Dann nimmst du ein bisschen Haushaltswolle, dann kannst du auch Fruchtblase bauen. Mhm. Brauchst kein teures Teil kaufen. Mhm. Knebel. Knebel sind gut, ja. Da kann man wenigstens die Weiber mal ins Maul stopfen. Ja. Wenn sie schon nicht schnullern wollen. Ja, ist doch so. Muss ich schon echt umbinden. Ja, mach das. Ja, als Bild mein. Batman ist das nicht. Bat Cat. Ja, manche Leute muss eben nötig. Ja, ja, ich auch. Ja. Das sieht lustig aus, ja. Ein Elefant. Ja. Oh, hier. Ja, mir scheint auch sein. Ja. Ja, was ist Ampel? Geht da nichts. Ist so viel Querverkehr echt. Einstellung. Ja, guck mal, wollen Sitz einstellen, oder? Ja, das sieht nach Sitzeinstellung aus, klar. Das Gebläse, wo es hinblasen soll. Ach so. Das ist doch nicht. Ob es dir ins Gesicht blast oder in die Dose. Also da mal, so. Oder ob es dein Fußgras gescheit verbreitet. Oh, na, no, sind schon vorbei. Du musst das Arschloch da vor mir abbiegen, oder was? Mm. Geht's noch? Was, da, was blinkst du, wenn du sowieso gerade ausfahren musst? Das verstehe ich auch nicht. Weil. Das ist ein Popsloch, ist doch. Oh, das ist rot. Oh, oh, ist oben rot. Keine andere Ampel hat's gemeint. Ja, was geht da? Frisch.
frisch. So frisch. Musst du dir jetzt reindringen, du in die Sau. Hey, fahr zu mit deinem Teerschneider. Der ist Straßenbelag. Das ist auf dem wir jetzt fahren. Schwarz-graue. Das Klump. Das Löcherige. Oh. Ja, hast du recht. Ja, Sophie. Das ist das, worauf wir jetzt fahren. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Was? Was das ist, aus Öl. Petroleum. Mit Steinen sind drin.
gut, geht dabei. Ja, 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 bremst halt ab. Derzeitige Außentemperatur 9 Grad. Wir müssen noch Frischluft reinlassen. Ja, das ist ein schwules Haus. Was ist das? Ein schwules Haus. Warum ist das voll? Das ist los alles. Nein, auf Holz. Gut. Sind wir schon dran? Nehmen wir das halt aus Holz.
Was wird denn sein, wenn ich uns mehr bin? Was aus der Latschen kippt. Da finde ich das nicht mehr lustig, wenn ich heute fahren soll. Siehst du das, jetzt hat er viel Grund. Blitzt. Der Film ging ja gestern Nacht bis um 1:30. Was hast du denn da angeguckt? Ja, den Film da. Mit den Tornados und wie ist das? Wie ist so lang ging das? Ja, das ging bis um 1:30. Was ist denn noch alles passiert?
soll ein Bezirk sein. Willst du noch schauen, oder ist das das? Ich bleib bis 2:30 auf. Ja, ist aber nichts passiert, oder? Doch. Echt? Ein kleiner Auto, ich war schon dran, wenn es dann kommt. Und der Sprungrennfrau, was ist mit dir gewesen? Gedeiht ist. Ich verstehe nicht. Was ist mit der passiert? Gerettet. Na, da geht's doch um der Schnapsler an. Ja. Das Mädchen ist angeschossen worden, da die Tochter von dem. Und die Schwester mit ihrem Kameramann und der Nachbarin, die waren dann noch in dem rückfälligen Haus drin, wo sie gewohnt haben. Weil da war erst die Schwangere, mit der er im Aufzug eingesperrt. Über 12 Stunden. Und der Schwangere, ihr Mann, der hat sie dann rausgeflogen. Nur die Schwester, die von ihr, die hat sie ja befreit mit ihrem Kameramann zusammen. Die sind in dem Haus geblieben, weil der Kameramann irgendwie abgestürzt ist und verletzt war. Die andere hat sich wohl nicht mehr so aufgeregt, weil der mit der Front gegangen ist, oder? Nein, die haben wieder zusammengefunden. Wer hat denn das überhaupt verraten, dass die... Das hat die Mandy... Frauen haben manchmal einen sehr feinen Instinkt. Vor allem, wenn sie ihren Kerl kennen. Zum Kotzen. Was ist zum Kotzen? Was ist denn mit dem? Mir geht's halt auch nicht so überwältigend. Naja, dir geht's nie überwältigend. Was läuft denn da für Pussy mit Kind? Das ist eine Eingefärbte. Ist schon älter. Oh, Schnittlauch. Wo? Ja, hinter mir. Oh, schon wieder. Ist ja heute mit dem Schnittlauch ganz schlimm, ne? Was der von mir will. Ist mir wurscht. Falsch macht. Oh, aber
was kaufen bei denen. Wo hat die Frau Schädlich gesagt, dass man auch Bäume herbekommen kann in Kiewisch? Schädlich hat er was gesagt? Quatsch, die Nachbarin meine ich. Irgendwo dabei. Ungarisches Restaurant. Ja, das ist nicht. Ich kann ja mal essen gehen, wenn wir mal ein paar Euro übrig haben. Ich muss auch gerne mal ungarisch essen gehen. Das mit den Bullen los, wenn du. Können wir mal schnell zum Garten hochfahren oder geht das nicht? Was willst du denn machen? Mal gucken, was die Kühe machen. Oh ja, ja. Bin ich auf dem Mist. Man muss ja mal nach seinen Kühen gucken. Die gucken nicht bei uns. Wenn du einen Biomüll runterbringen würdest, dann könntest du da noch schauen. Ja, Mensch, der Biomüll. Ist besser in der Wohnung. Nee, ich bin schon runter, da ist doch ein Eimer drin. Ja, im Eimer. Sollte noch mehr Biomüll zeigen, außer dem Eimer. Das andere ist kein Biomüll, das ist Verpressmüll bestimmt. Oh. Und Semmeln werfe ich bestimmt nicht auf den Komposter. Die kompostieren eh nicht gut. Und so Orangen- und Zitronenschalen kompostieren auch nicht gut. Werfe ich nicht mehr einen Komposter rein. Von Granatapfel und solche Sachen, das kompostiert ja ewig nicht. Was will denn das da im Komposter drin? Ja. Ist doch so, oder nicht? Wenn das nicht zersetzt wird. Hm. Ey, Leute, so.